Was ist denn? Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. Dann rede. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. Ich hab doch kein Geld. Naja, gut, ich hab Geld. There are many on hard times. Many children without fathers. Ich spende mal was. Ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Well, good luck to you. Seems a worthwhile cause. Thank you, Mr. Morgan. Thank you. Bitte, bitte, gerne. Naja, gerne ist relativ. Ich habe ganz viel Geld jetzt nicht mehr. Aber gut, wir haben ja eben vieles umgesetzt. Und das war's dann auch schon. Wow. Worum geht's denn hier? What happened to you? I need medicine. Ich hab gar keine Medizin, oder wie? Shit. Mein's fat. Is it all cold? Besser? Okay. Just tried that plan over there. And it was like a gunshot. Okay. Das heißt aber wohl, dass ich die Pflanze auch mitnehmen kann. One with the pink flowers. Tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Some things you learn the hard way. Überspeicher doch einfach deinen automatischen Speicherplatz. Yeah. You can say that again. Oleandersalbei, oh ja. Da habe ich schon irgendwas von gelesen. God damn drunk horse. Besoffener Gaul. Okay. Now stuff's all over. Damn it. You there. Yeah. Would you watch my cargo here while I go find someone to deal with this? Klar. I guess. Thank you, sir. Goldene Taschenuhr. Oha. Okay. Gibt's da irgendwas Schönes? Anscheinend nicht, okay. Aber wir haben eine goldene Taschenuhr für umsonst bekommen. Das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt weiter. Easy, girl. Did the university send you?
because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash, are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Nee, oder? Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? State was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. This Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Okay. Das schauen wir noch mal eben. Die Glaubensprüfung. Deborah McGinnis, oder wie auch immer die heißt, hat dich um Hilfe gebeten. Du sollst für sie im ganzen Land nach Dinosaurierknochen Ausschau halten. Die Fundorte können von jeder Postmeisterei aus an Deborah übermittelt werden. Das ist ja mal cool. 30 Saurierknochen muss ich finden, dann muss ich die schicken mit allen Ortsangaben. Das macht er hoffentlich automatisch. Und eine Belohnung abholen. Das ist ja mal cool. Tschüss, Deborah. Richtig, richtig geil. Und das haben wir jetzt durch Zufall entdeckt. Ich zeige euch mal eben, wo genau auf der Karte das jetzt ist. Wir sind jetzt hier. Und zwar ist das hier in The Heartlands. Ja, das sind auch noch die Heartlands, denke ich mal hier. Gar nicht so unweit von unserem Anfangsort. Ich bin gerade am Überlegen, der ist, glaube ich, hier drin. Hier ungefähr, meine ich, müsste unser Lager sein. Und hier kann man die Dinosaurierknochen, also beziehungsweise die Quest anfangen für die Dinosaurierknochen. Da ist übrigens unser Lager, sehe ich gerade. Ich bin echt gar nicht mal so unweit davon entfernt. Das ist richtig, richtig geil. Also was man nicht alles so findet, wenn man hier die Gegend mal erkundet, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ja gut, solche Orte sind dann natürlich auch dabei, wo man dann nicht willkommen ist. Aber ansonsten kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, was hier oben noch alles ist, weil hier unten kann ich leider nicht hin, weil da habe ich ja nochmal neu gestartet, weil mich dann plötzlich irgendwelche Idioten angegriffen haben und ich dann direkt tot war und, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich gewehrt, habe die erschossen und dann hatte ich Kopfgeld. Oder ich war tot, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Howdy there, stranger. Whoa there. Hey, that's a nice looking horse you have there. That ain't fast for mine though. Bleib doch mal stehen, Mann! Wo ist denn die Calumet-Schlucht? Keine Ahnung. Aber wir können es gerne mal probieren. Wohin? Weg da! Ich habe keinen Platz. Und keinen Plan, wo ich hinreite. Wo muss ich da drüber? Das hält mein Pferd nur nicht mehr lange durch.
Entschuldigung. Sind wir jetzt mal bald am Ziel? Hallo? Leute? Und jetzt? Ich hab gewonnen! Yes! Du wolltest unbedingt das Rennen. Tut mir leid. Not a bad race. Maybe another time. Next time, friend. Next time we'll get you. You can write that down.